Grüß dich und willkommen im Club der Lösungen. Im letzten Video haben wir uns angeschaut, dass die Werte von Sinus, Cosinus und Tangens immer dieselben sind, wenn wir zu einem Winkel genau 360 Grad dazu zählen. Das Argument war ja, dass wir dann genau wieder beim selben Punkt P am Einheitskreis landen. Allerdings gibt es für fast alle Winkel zwischen 0 und 360 Grad einen zweiten Winkel, für den der Sinus dasselbe ist. Dasselbe gilt auch für den Cosinus und den Tangens, aber in diesem Video schauen wir uns den Sinus genauer an. Deshalb ist wichtig, dass du dich daran erinnerst, dass der Sinus der y-Koordinate von Punkt P entspricht. Das klingt dir jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, dass verschiedene Punkte P am Einheitskreis demselben Sinuswert entsprechen sollen. Am Ende von diesem Video wirst du aber erklären können, wieso es für fast jeden Winkel zwischen 0 und 360 Grad wieder einen zweiten gibt, der denselben Sinus hat. Wir bearbeiten in diesem Video das Kasterl Willkommen im Club der Lösungen. Dabei werden wir sehen, dass nicht alle Lösungen eindeutig sind. Das gibt es häufig in der Mathematik. Denk zum Beispiel an quadratische Gleichungen. Da gibt es ja auch oft zwei verschiedene Lösungen. Schauen wir uns gleich den ersten Arbeitsauftrag an. Rechts im Bild ist ein Winkel Alpha einzeichnet. Den genauen Wert kennen wir jetzt noch nicht, aber wir können den Sinus von diesem Winkel aus dem Bild ablesen. Tu das jetzt und schreib deine Antwort in das dafür vorgesehene Feld. Tipp: Hier ist einfach eine ganz konkrete Zahl gesucht. Wie immer hast du 3 Sekunden Zeit, um das Video zu pausieren, sobald das Pausesymbol auftaucht. Nimm doch wirklich die Zeit, um dir das selber zu überlegen. Wenn du dir schwer tust, schau dir nochmal die beiden Kasserl zum Einheitskreis weiter oben auf diesem Arbeitsblatt an. Ich habe zu beiden auch schon ein Video gemacht, das du dir gern auch nochmal anschauen kannst. So, der Sinus von Alpha entspricht ja genau der y-Koordinate vom Punkt P. Die ist ja genau 0,6, wie man aus diesem Diagramm ablesen kann. Also ist der Sinus von diesem Winkel Alpha genau 0,6. So, wir haben jetzt also die Gleichung Sinus von Alpha ist gleich 0,6. Offensichtlich ist das eingezeichnete Alpha eine Lösung von dieser Gleichung, weil so sind wir ja überhaupt darauf gekommen, dass da 0,6 steht. Aber es gibt noch einen zweiten Winkel, der diese Gleichung erfüllt. Tipp: Wo könnte der Punkt P noch liegen, wo die y-Koordinate die gleiche ist? Wieder hast du 3 Sekunden Zeit, um das Video zu pausieren. Na gut, was ich mache ist, ich verlängere einfach diese blau gestrichelte Linie weiter nach links. Und alle Punkte, die auf dieser blau gestrichelten oder generell auf dieser gestrichelten Linie liegen, die haben dieselbe y-Koordinate, nämlich genau 0,6. Jetzt gibt es aber einen zweiten Punkt am Einheitskreis, der auf dieser Geraden liegt. Und ich nenne den mal P'. Es gibt also einen Winkel Alpha', bei dem man genau bei P' landet. Und die y-Koordinate von diesem P' ist ja per Definition genau der Sinus von Alpha'. Weil also die y-Koordinate von P' genau 0,6 ist auch der Sinus von Alpha' genau 0,6. Alpha' ist also eine zweite Lösung von der Gleichung. Die Gleichung in Punkt 3 gilt übrigens für alle Winkel. Versuch, sie mit Hilfe der Zeichnung zu erklären. Wieder hast du 3 Sekunden Zeit, um das Video zu pausieren. Wenn du mit deiner Erklärung zufrieden bist, setz das Video fort und vergleich sie dann mit meiner. Der Punkt P' ist ja eigentlich nur die Spiegelung vom Punkt P an der y-Achse. Ja, der wird einfach rübergespiegelt. Der Winkel,
den ich da gerade rot anzeichne, ist daher genauso groß wie Alpha. Er ist ja auch nur die Spiegelung von dem Alpha, was schon in Schwarz da ist. Und wenn du dir deine Hände anschaust, dann sind die ja im Spiegel auch nicht größer oder kleiner als in der echten Welt. Alpha Strich und Alpha zusammengerechnet ergibt daher genau 180 Grad. Oder wenn man das umformt, kann man auch schreiben, 180 Grad minus Alpha ist Alpha Strich. Der Sinus ist ja für Alpha und Alpha Strich dasselbe, wodurch diese Gleichung gezeigt ist. Versuch nun, die beiden Winkel mit dem Taschenrechner zu berechnen. Pass dabei auf, dass dein Taschenrechner auf Degree gestellt ist und nicht auf Radiant oder so. Pausier das Video und nimm dir die Zeit, die du brauchst. Wenn du einen Taschenrechner hast, der Gleichungssysteme lösen kann, dann vertraue ich dir, dass du dich damit besser auskennst als ich. Ich habe leider nur so einen bisschen simpleren Taschenrechner, aber mit dem geht das auch gut. Um Alpha zu berechnen, brauchen wir die Umkehrfunktion vom Sinus, den sogenannten Arcus-Sinus. Genauer werden wir uns diese Funktion noch weiter unten am Absatz anschauen. So, und für diesen Arcus-Sinus schreiben wir oft Arcsin. Am Taschenrechner findest du auch auf die Schreibweise Sinus hoch minus 1. Und wenn ich das in meinen Taschenrechner eingebe, dann komme ich genau auf 36,87 Grad. Puh, gerade kein Fieber. Alpha Strich ist laut Nummer 3 genau 180 Grad minus dem Alpha, das wir uns gerade berechnet haben. Und weil ich faul bin, tippe ich das auch in den Taschenrechner ein und bekomme 143,13 Grad. Im nächsten Video schauen wir uns die ganze Sache für den Cosinus an. Bis dann!